Ich begrüße euch herzlich zurück zu Let's Play Runes of Magic. Ja, in der letzten Folge haben wir einige Quests hier wieder gemacht. Mitunter haben wir die Magie-Quest zwischen den zwei Freunden oder Brüdern. Ich weiß nicht, ich glaube es waren Freunde, die im Wettstreit waren darum, ob man Magie nun tatsächlich braucht oder nicht. Beendet. Außerdem haben wir ein bisschen Kiste gespielt. Und haben einige Sachen erfahren und sind Stufe 45 geworden. In dieser Folge stehen einige andere Quests mal wieder an, die wir jetzt mal fix machen werden. Ich denke mal, die Mimics-Forschung werden wir noch ein ganz kleines bisschen verschieben, bis wir mehr Quests für diese Mimics bekommen. Da werden noch einige kommen, das so viel kann ich hier schon mal versprechen. Julias Geschenk können wir jetzt erstmal schon mal bisschen vertagen, denn bis wir die machen können, dauert es noch, weil die Riesenkakteen fast nie da sind. Wir können das Begräbnis der Opfer schon mal machen, den Anführer der Diebe können wir suchen, den haben wir schon einmal gesehen gehabt und in der letzten Folge auch schon einmal besiegt nebenbei. Ja, ich denke mal, das ist erstmal so der erste Horizont für diese Folge, was wir so machen werden. Was könnte man als Nebenthema nochmal ansprechen? Ich habe jetzt im letzten Thema war natürlich das große Thema Windows 10. Da stellt sich natürlich dann ein bisschen so die Frage, gibt es überhaupt für Windows auf dem Desktop-Markt überhaupt Konkurrenz und wenn ja, in welcher Form? Finde ich eigentlich ziemlich interessant, dabei jetzt nochmal zu erwähnen, auch wenn das schon ziemlich lange existent ist, das Projekt der Stadt München. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, das Linux-Projekt. Wo sie die komplette IT der Stadt mit, ja, im Prinzip mit Linux und, wie heißt es, Open Source Programm ersetzen. Und das funktioniert eigentlich überraschend gut. Einzige, die mal wieder dagegen sind, ist die Politik. Warum wohl? Ob die von Microsoft gekauft werden? Was? Nein, das halte ich jetzt mal für ein ganz großes Gerücht. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, wie ich das einschätzen soll, diese Situation. Ich finde das schon ein bisschen seltsam, wenn die ganzen Mitarbeiter größtenteils zufrieden sind. Also die Zeitungen, die darüber berichtet haben, oder die Magazine oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, die haben teilweise reihenweise die Leute aus den jeweiligen IT-Abteilungen und nicht nur aus den IT-Abteilungen, sondern auch so aus der Verwaltung und so gefragt. Also Leute, die hier auch wirklich damit zu tun haben, täglich, die damit arbeiten müssen, die wurden halt befragt und dabei ist halt herausgekommen, dass, da ist der Anführer der Diebe, den brauchten wir. Der Banditenanführer, mit dem können wir die Quest abgeben. Lasst uns verhandeln. Das kommt nicht wieder vor, versprochen. Ui. Okay. Wenn man schon die Leute fragt, die damit selber arbeiten müssen und die sagen hier, nee, läuft absolut wunderbar nach der Umstellung. Natürlich war es am Anfang ein bisschen Umstellung, aber das funktioniert dann. Dann finde ich das schon ein bisschen seltsam, wenn dann die Politiker sich auf einmal von heute auf morgen so enorm für dagegen aussprechen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der erneute Umstieg wieder die Stadt wieder mehrere Millionen kosten würde. Finde ich alles ziemlich seltsam. Muss ich es gerade mal so sagen. Vor allem, wenn dann so Pseudo-Argumente immer hervorgebracht werden, wie ja, der Mail-Server der Stadt ist ausgefallen. Daran ist natürlich nur das Linux schuld. Ja, genau. Ist nur, ist alles klar, wenn ein Server ausfällt, sind die Desktop-Betriebssysteme daran schuld. Vor allem, weil so ein Serverausfall nicht auch so mal passiert. Ach ja, ich finde das immer wieder lustig, wie unsere Politiker absolut überhaupt null Ahnung von unserem gesamten IT-System und Internets und sowas alles haben, aber andauernd da irgendwie was bewirken wollen. Genauso wie das mit der Vorratsdatenspeicherung. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mal im Netz ein bisschen rumgehört bezüglich der Vorratsdatenspeicherung. Im Prinzip können die keine richtige Vorratsdatenspeicherung machen, wenn man sich nicht speichern lassen möchte. Also jeder ganz böse Terrorist, na gut,
Ich denke mal, Terroristen sind tatsächlich böse. Aber jeder, der halt irgendwie was zu verbergen hat, der wird das immer noch zu verbergen haben können. Einfach weil. Okay, ich glaube, damit ist die Quest abgeschlossen. Ja. Begräbnis der Opfer. Betäubungsmittel. Schwarzfeldskorpione nochmal. Gut. Ja, sind die vielleicht auch hier und auf der Seite? Das würde es ein bisschen erleichtern. Ja, die sind noch hier, sonst fertig. Ach, Schwarzwindskorpione brauchen wir auch. Ach, Schwarzwindskorpione können wir auch nutzen. Okay. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Genau, wer was zu verbergen hat oder verbergen möchte, der kann es auch im Nachhinein immer noch verbergen. Oder, naja, im Nachhinein vielleicht nicht, aber der wird es immer noch weiterhin verbergen können. So will ich sagen. Einfach weil es solche Dinge gibt wie VPN-Tunnel und so. Und ja, man kann zwar nachvollziehen, dass jemand sich da immer mit dem gleichen VPN verbindet. Aber wenn ich, sagen wir mal, heute anfangen würde, ja, mich permanent mit einem VPN zu verbinden, dann würde das denen überhaupt nichts bringen, weil die einfach nur sehen, ja gut, er verbindet sich jeden Tag immer mit dem gleichen Server. Und dieser Server ist halt ein VPN-Server, aber wenn das jeder macht, dann kann man davon entweder darauf schließen, dass alle Terroristen sind oder niemand. Also bringt es einem überhaupt nichts weiter. Das Einzige, was man hat, ist Festplatten vollgeknallt mit unnützen Daten, die einem ja nichts bringen. Denn die ganzen Daten werden ja irgendwo gespeichert. Deshalb ja Vorratsdatenspeicherung. Also wir landet das auf irgendwie in der Festplatte und auf der Festplatte steht dann halt, ja, der und der User verbindet sich immer wieder, einfach immer mit dem und dem Server. Was von dem Server aus weitergeht, das können sie nicht tracken, wenn der Server im Ausland steht. Und daher ist das Ganze ziemlich sinnfrei und diese ganze Forderung nach einer Vorratsdatenspeicherung so ziemlich den größten Schrott, den sich unsere Politik mal wieder ausdenken konnte. Ja, und während ich hier schon wieder so ein bisschen am Rumerzählen bin, klopfen wir uns erstmal hier gerade den Weg hoch und runter, bis wir so eine ganze Reihe von den ganzen Teilen haben, die wir für unsere Quest brauchen. Was wir genau alles brauchen, habe ich jetzt gar nicht so im Überblick mir verschafft. Ich habe nur gemerkt, dass wir eine Menge Dinge brauchen und die werde ich erstmal hier so ein bisschen mit euch kaputt klopfen. Hier sind noch. Oh, Moment. So. Hier sind noch ein ganzer Haufen dieser Schamane Jeder. Das sind schon etwas stärkere Viecher, weil die schon Stufe 49 sind. Merkt man vielleicht auch ein bisschen, wenn wir gegen die kämpfen, dann halten die auch ein bisschen mehr aus. Das heißt, können sie nicht mehr two-hitten, sondern müssen alle unsere Skills auf die verwenden. Ah ja, genau. Aufgrund gemeldeter Probleme wurde es nur nötig, die Hauszone nun vorerst zu deaktivieren. Danke für euer Verständnis, euer ROM-Team. Ja, ein bisschen kriselt es hier wieder. Es gab ja zwischendurch jetzt einen kleinen Patch. Der hat eine neue Instanz geöffnet. Und irgendwie sind mit dem Patch mal wie immer, eigentlich bei jeder Art von Patch im IT-System, kommen eigentlich immer ein paar Bugs mit. Warum auch immer. Ja. Und mit dem Patch sind ein paar Bugs sind aufgetreten, die anscheinend das Haussystem betreffen. Ich habe im Forum gelesen, es sollen solche Dinge passiert sein, wie Items sollen aus den Häusern verschwunden sein und sowas alles. Lustig fand ich dann die User, die dann angefangen haben, da im Forum ein Affentheater zu machen, weil sie nicht mehr in ihre Häuser können, wenn man die aus Sicherheitsgründen schließt. Also von daher finde ich ziemlich lustig. Auf der einen Seite will man natürlich auf gar keinen Fall seine Items verlieren und sie auf jeden Fall zurückerstattet bekommen. Und auf der anderen Seite macht man dann ein absolutes Affentheater, wenn dann eine solche Sicherheitsmaßnahme getroffen wird. Vor allem weiß man ja nicht, wie weit das Problem geht. Es kann ja auch immer noch sein, dass es so sein kann, dass das Haus total buggy geworden ist und man überhaupt nicht ein bisschen mehr loggen kann, sodass man selbst eine Erstattung vielleicht schwierig wird oder so, keine Ahnung. Kann ja alles sein. Von daher, also ich kann da die User echt nicht verstehen. Jeder, der halbwegs ein Hirn im Kopf hat, muss doch sehen, dass wenn andere User ihre Items verlieren, dann kriegt man doch Angst um seine eigenen Items und nichts mehr und nichts weniger.
dann noch so ein Affentheater zu machen. Natürlich, es ist eine Sache, die Gameforge wieder verkackt hat, beziehungsweise Runewaker. Klar, die sind eindeutig auf der Seite derjenigen, die den Ärger zu verantworten haben. Aber man muss da trotzdem nicht so ein Affentheater draus machen, wenn eine Sicherheitsmaßnahme getroffen wird. Ich finde das alles immer ein bisschen sehr albern. Ja, was kann man jetzt noch Schönes, also was gibt's noch Aktuelles, so mal so zu berichten oder zu erzählen oder sowas? Mir fällt gerade nichts ein. So, die Schnelligkeit 3 Rune könnte ich eigentlich hier schon mal wieder in unseren Itemfilter packen, ne? Wegwerfen, passen so. Genau, jetzt wird es weggeworfen. Wunderbar. Ja, das wird ist jetzt so eine kleine reine Farmfolge. Wir werden hier kloppen uns ja halt hier rauf und runter. Sammeln unglaublich viele Schwanzdüsen. Schwanzdüsen, ja, genau, ich bin auch so eine Düse. Brauchen davon ja 25 Stück, wir brauchen 12 Talfeldskorpione. Also wir haben einiges zu farmen. Und wenn wir zwischendurch ein paar andere Viecher umhauen, ist das ja auch nicht unbedingt der Nachteil. Haben wir eigentlich hier irgendwie was Schönes, was man hier aktivieren könnte mal? Einen Talentpunkttrank möchte ich nicht machen. Also einen Erfahrungspunkttrank könnte man mal aktivieren, ne? Ja, machen wir mal. So. Wenn wir hier sowieso gerade ein bisschen uns rauf und runter klopfen, dann können wir auch mal ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Zwei Stunden lang. Da muss ich jetzt noch 2 Stunden lang hier weiterspielen. Dann klopfen wir alles kaputt, was hier uns in den Weg kommt. Ich kann mal kurz gucken, haben wir noch irgendwelche Buff-Food, welches uns seinen Angriff erhöht? Genau, ja, sowas hier. Das ist zwar überhaupt fast nichts, was wir kriegen, aber es ist immer ein bisschen was. Ich meine, auch das, was wir hier an Erfahrung kriegen, ist ja nicht viel. Wenn man eigentlich vernünftig mit Skill, mit Monster-Kloppen leveln möchte, dann müsste man schon etwas höher sein und deutlich und ein extrem starker DD, damit man auch wirklich die Monster in großen Mengen in unglaublich schneller Geschwindigkeit umhauen kann. Das ist jetzt einfach nur so gerade Just for Fun mit Erfahrungstrank reingeschmissen. Naja. Oh, da ist der nächste. Die nächste Feuerechse. Wenn es weniger Echsen gäbe. Machen wir mal hier auch kurz ein Momentchen. Einen kleinen Screenshot. So. Nur schon mal, damit ich hinterher nicht in Probleme gerate, wenn ich meine Thumbnails basteln möchte und ich habe dann keine Screenshots und ich müsste nochmal einloggen. Nee, das. Solche Dinge finde ich immer nervig und auch unnötig. Da muss, denke ich, lieber während der Folge kurz dran. Mach da mal schnell was. Ich glaube, der Schaman, jeder könnte uns schon fast 1000 Erfahrungspunkte geben. Ja, 1015 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssten nur 1225 Schamane jedes töten und wir werden Level Up. Ist das nicht geil? Da sieht man auch, wie das tatsächlich ist mit den Monsterkloppen. Nur durch Monsterkloppen kann man eigentlich nicht vernünftig leveln. Hier in Runes of Magic. Hier muss man immer Quests dazu nehmen. Ohne Quests ist das einfach nur eine unnötige Quälerei. So würde ich es mal beschreiben. So, hier oben sind 3 Viecher. Die könnt ihr vielleicht alle 3 gleichzeitig töten. Tatsache habe ich sie halt auch alle 3 gleichzeitig getötet. Das ist doch wunderbar. So. Psychische Pfeile hinterher. Wunderbar. Oh, Verstand 2. Die kann ich auch wieder auf unseren
Filter setzen. Und was haben wir hier denn alles? Federkiel. Ach, hier kriegen wir eine Quest. Verlorener Federkiel. Ich glaube, ich kann. So oft brauche ich den nicht, den Federkiel. Diesmal darf ich ihn aber nicht auf den Filter schmeißen, sonst haben wir auf einmal gar keinen Federkiel mehr. So, zack. Ah, Schamane. Hier, da hast du deinen Tod. So, wunderbar. Allmählich wird es doch. Ich selbst spiele ja in den letzten Tagen wieder unglaublich gerne Guild Wars 2. Irgendwie hat mich das Spiel jetzt wieder richtig gefesselt, beziehungsweise ich habe wieder ein bisschen Spaß dran gefunden. Gut, allzu viel Zeit werde ich in der nächsten Zeit nicht haben, das noch im größeren Maße zu spielen, einfach wegen der anstehenden Klausurphase, aber es ist schön, mal wieder ein bisschen auch so privat in ein solches Spiel Zeit zu investieren. Jo, finde ich schön. Na, der Schamane ist ziemlich hartnäckig gewesen. Oh, die Schamanen verlieren Mission-Runen. Also ich kann mich zumindest noch an Zeiten erinnern, dort waren Mission-Runen auch wirklich selten. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ausschaut, welches momentan so die seltensten Runen sind. Müsste ich mal im Auktionshaus genauer gucken. Welche Runen da wertvoll sind und wie wertvoll überhaupt. Ich weiß nur, dass es mal so Zeiten gab, wo gewisse Fertigungsruhen ziemlich wertvoll waren. So. So. Den noch und den Talfeldskorpion hier. Wunderbar. Das heißt, wir machen wir kurz noch die Sturmjägerin. Vielleicht fällt dir das noch, was wir brauchen, nochmal was wir brauchen. Oh, wir haben übrigens eine Karte vorhin bekommen. Uiuiui. Hier, Karte Leguan. Drei Stärke zwar, aber eine Karte ist eine Karte. Das sind zusätzliche Attribute, die man einfach so bekommt. Gut, dann nutze ich doch hier kurz die Gelegenheit für eine kurze Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.